963 Tage. So lange dauert der Krieg in der Ukraine bereits. 963 Tage Tod, Zerstörung, Vertreibung und Leid. 963 Tage, in denen nach Angaben des UN-Menschenrechtskommissars bis September diesen Jahres mindestens 24.614 Kinder, Frauen, Männer verletzt werden, 11.743 Zivilisten sterben. Anhaltende Angriffe auf medizinische Einrichtungen, Krankenhäuser, Krankenwägen und auch medizinisches Personal, das macht unsere Arbeit immer wieder sehr, sehr schwierig. Das führt auch dazu, dass in bestimmten Regionen gar nicht gearbeitet werden kann. Und natürlich führt es auch dazu, dass wenn Krankenhäuser keine sicheren Orte sind, es auch für die Menschen schwierig wird, dorthin zu kommen. Ein Krieg, in dem nach Schätzungen bislang auf ukrainischer Seite mindestens 80.000 Soldaten fallen und 400.000 verletzt werden. In dem auf russischer Seite mindestens 200.000 Kämpfer ihr Leben lassen und ebenfalls 400.000 Verletzungen erleiden. Zahlen nach Informationen westlicher Geheimdienste. Die Tatsache, dass die Ukrainer schwächer sind beim Personal, das heißt also auch auf der Infanterieseite, ist Russland, gerade weil es bereit ist, so hohe Risiken einzugehen und Menschenleben eigentlich nicht wichtig sind, ist Russland zurzeit in der Lage, tatsächlich Quadratkilometer um Quadratkilometer langsam aber sicher gut zu machen. Die russischen Angriffe lassen nicht nach, im Gegenteil. Und so werden die Stimmen lauter, die fordern Waffenstillstand jetzt, Friedensverhandlungen schnellstmöglich. In einem späteren Schritt geht es dann um Inhalte. Momentan geht es um den Prozess vor dem Prozess und dass sich klare Staaten als Akteure benennen lassen, die einen solchen Prozess auch begleiten wollen. Deshalb pendelt Ukraines Präsident durch Europa. Selenskyj wirbt für seinen Siegesplan, wie er es nennt, und bittet gleichzeitig um weitere Unterstützung. Das heißt mehr Waffen, mehr Munition, mehr Geld. Lieber Volodymyr, Deutschland steht weiterhin fest an der Seite der Ukraine. Was nicht heißt, Selenskyj bekommt, was er will. Weitreichende Waffensysteme sowie ein NATO- oder gar EU-Beitritt stehen nicht zur Diskussion. Und auch die Milliarden Zinserträge aus in der EU eingefrorenen russischen Vermögen sind längst noch nicht beschlossen. So droht dem Land im Krieg weiter ein Staatsbankrott. Allein die Kosten für die Ukraine sind ja zusammengesetzt aus den konjunkturellen Schäden und der Kapitalzerstörung. Und da kommen wir auf über 1 Billion. Das heißt, etwas in der Größenordnung, wahrscheinlich sogar noch darüber, wäre das, was wir in die Hand nehmen müssten, um das wieder aufzubauen, was in der Ukraine zerstört wurde. Neben der finanziellen Hilfe braucht die Ukraine auch weiter Waffen und militärische Ausrüstung. Fakt ist, in Deutschland sind die Bestände der Bundeswehr blank. Jetzt ist es so, dass die Arsenale fast leer sind. Wenn man erst anfängt, es zu produzieren, je nachdem, was es ist, Munition geht schneller, Lenkflugkörper für die Flugabwehr dauern einfach deutlich länger, sind teurer. Das heißt also, auf den Knopf drücken wie früher und es purzelt etwas quasi aus dem Automaten unten raus. Das ist eben nicht mehr der Fall tatsächlich. Selenskyj und sein Stab blicken sorgenvoll Richtung USA. Wenn dort nächsten Monat Trump zum Präsidenten gewählt wird und der, wie angekündigt, die Unterstützung streicht, dann wird's katastrophal. Wir arbeiten gerade tatsächlich auch an einer Studie, wo wir historisch uns Kriege anschauen. Und da zeigen wir relativ deutlich, dass Geld einfach Kriege gewinnt. Ja? Und entsprechend macht das natürlich einen sehr, sehr großen Unterschied, wenn auf einmal der Hauptgeldgeber, also 50% der gesamten Militärhilfe an die Ukraine kam bisher aus den USA. Ja? Wenn das wegfällt, das ist natürlich immens. Umso wichtiger ist es, einen Friedensplan auszuarbeiten. Doch geht das mit einem wie Putin, mit einem, der sich nimmt, was er will? Die große Bedingung, an der das hängt, ist die Frage von Sicherheitsgarantien. Also die Frage, ob die Ukraine vor Verhandlungen oder im Verhandlungsverlauf umfassende Zusagen der westlichen Allianz darüber erhält, dass sie unterstützt werden wird, sollte Putin in Zukunft die Ukraine angreifen. So bleibt am 963. Tag des Krieges die Erkenntnis, ohne klare Beistandsverpflichtungen des Westens, ohne militärischen Druck auf Putin, wird es keinen Frieden für die Ukraine geben. Und bei mir im Studio ist jetzt der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Oleksiy Makejew. Guten Abend, Herr Botschafter. Guten Abend, Frau Maurer. Herr Botschafter, das große Ukraine-Unterstützertreffen, zu dem US-Präsident Joe Biden letzte Woche eingeladen hatte, das wurde ja mit seinem Besuch abgesagt. Jetzt holt der US-Präsident nächste Woche seinen Deutschlandbesuch nach, das Rammstein-Treffen, das Ukraine-Unterstützertreffen aber nicht. Kann es für Sie ein deutlicheres Signal geben, dass die Ukraine in der Priorität nach hinten gerutscht ist? Nein, auf keinen Fall. Und gerade mit diesem Ziel
ist mein Präsident letzte Woche in den wichtigsten Hauptstädten Europas gewesen und auch in Deutschland. Und das war der 5. Besuch meines Präsidenten hier in Deutschland und war ein sehr guter Besuch. Der Präsident hat das Gespräch mit dem Bundeskanzler als das wichtigste Gespräch seit Februar 2022 bezeichnet. Und ich als Botschafter habe wirklich gespürt, dass die Stimmung war wie zwischen Verbündeten. Ukraine-Treffen in Ramstein wäre natürlich von einer sehr großen Symbolik gewesen. 20 Staats- und Regierungschefs wären dort gewesen. Lassen Sie uns mal darauf schauen, was jetzt aktuell in der Debatte steht. Es geht ja vielleicht auch um eine zweite Friedenskonferenz, an der Russland teilnehmen soll. Wann, wie und wo könnte die stattfinden? Mein Präsident hat in diesen Hauptstädten und am Freitag in Berlin den sogenannten Victory Plan vorgestellt. Das ist noch nicht öffentlich. Aber diesen Plan hat er bezeichnet als Brücke zum Friedensgipfel, Brücke zum Friedensplan. Der aber wann stattfinden soll? Es ist ja davon die Rede, dass das noch in diesem Jahr sein könnte. Das könnte sein, aber dazu müssen Bedingungen geschaffen werden, die gerade in diesem Siegesplan dann vorgeschlagen wurden. Der ist geheim, Herr Makejew. Der wurde bisher nur Staats- und Regierungschefs vorgeschlagen. Wann wird der Siegesplan, wie es Herr Selenskyj nennt, öffentlich? Ich glaube, in den nächsten Tagen werden die ersten Details darüber bekannt gegeben. Aber das stimmt. Dort sind die militärischen, die diplomatischen, die wirtschaftlichen und sanktionsrelevanten Schritte angegeben, mit welchen wir Russland zu diesen Verhandlungen zwingen werden. Gibt es einen Ort, den Sie sich dafür schon vorstellen können? Nein, wir sprechen erstens um Inhalte und darum, dass dafür Bedingungen geschaffen werden. Herr Makejew, es ist ja so, dass Ihr Präsident vor 2 Jahren ein Dekret erlassen hat, das es verbietet, direkt mit Putin zu verhandeln. Macht das am Ende nicht eine Friedenslösung tatsächlich dann auch unmöglich? Wir haben in diesem Jahr schon sehr viel gemacht, damit überhaupt diese Formel, Friedensformel zustande kommt. Wir haben das erste Treffen in der Schweiz organisiert mit über 100 Ländern und Organisationen. Und wir wollen so viele Länder wie möglich hinter diesem Friedensplan zu versammeln. Und Russland soll ja bei dieser zweiten Friedenskonferenz tatsächlich auch teilnehmen. Aber ein Frieden würde ja bedeuten, dass wahrscheinlich auch Putin seine Unterschrift unter einen solchen Vertrag setzt. Das wäre sehr gut. Also jeder Krieg endet mit einem Sieg und mit einem Friedensvertrag. Wir brauchen, das hatte man 1945 gehabt, das bräuchten wir auch im Jahre 2025. Ein Sieg und ein Friedensvertrag. Herr Butcherfeld, lassen Sie uns noch einmal ganz kurz auf Deutschland schauen. Da gibt es ja auch eine veränderte Stimmung. Der Bundeskanzler hat nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen mit hohen Zustimmungswerten für AfD und BSW gesagt, dass jetzt auch der Moment sei, zügiger zu einem Frieden zu kommen. Haben Sie Verständnis dafür, dass der Bundeskanzler vielleicht auch Rücksicht nimmt auf diese Stimmung in seinem Land? Wichtig ist, dass der Bundeskanzler auch viel dafür tut, damit dieser Frieden zustande kommt und nicht nur einfach spricht. Also mit leeren Parolen, wie es der Fall war während der Wahlkampagne in Ostdeutschland, erreichen sie nichts. Nicht nur Parolen, nicht nur Stimmung, sondern auch Taten müssen folgen. Und das ist auch mein Appell an all die Deutschen. Bitte glaubt nicht denjenigen, die einfach für Frieden rufen, sondern glauben Sie denjenigen, die dafür etwas tun. Und Deutschland kann in diesem Friedensgespräch und bei diesen Friedensverhandlungen eine entscheidende Rolle spielen, eine Führungsrolle. Vielen Dank, Herr Botschafter, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind und einen schönen Abend. Danke für die Einladung. Dankeschön.